Also ich war schon ein bisschen stolz, als auf meinem Bachelorzeugnis dann drauf stand, darf den Titel Ingenieur tragen. Ja. Wenn man irgendwann in einem guten Unternehmen ist oder vielleicht sogar sein eigenes Unternehmen gründet, würde ich schon gerne was erfinden, was die Gesundheit revolutioniert. Ich stehe zu Robotik so, dass die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ein bisschen einfacher wird, also dass am Ende die Maschinen den Menschen helfen. Hi, ich bin Hanna, 22 und studiere Elektrotechnik. Hi, ich bin Moritz, 31 Jahre alt und arbeite hier jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Mir ist es halt wichtig gewesen, dass ich mit dem, was ich mache, dass es halt irgendwie etwas Gutes tut. Und was wir unten machen ist, wir entwickeln Regelungsstrategien für Windkraftanlagen, dass die netzbildend arbeiten können. Kohlekraft, Atomkraft können wir, wenn wir die erneuerbaren Energien weiter ausbauen, ablösen. Und das ist halt ein extrem wichtiger Forschungsschwerpunkt. Das verbindende Element aller Studiengänge bei uns am Fachbereich ist, dass wir uns alle mit Energie- und Informationstechnik beschäftigen. Hier kann man Mikrocontroller programmieren, echte Motoren aufbauen. Hier können wir auslegen, wie ein Smart Grid funktionieren muss. Letztendlich arbeiten wir in allen Studiengängen an Technologien, mit denen wir die Welt verändern können. Hallo, ich bin David, 23 Jahre alt und ich studiere Computer Engineering an der HTW Berlin. Für mich sind Ingenieure Leute, die sich an Probleme setzen und diese auf ihre Art und Weise lösen oder Dinge verbessern und optimieren. Mich fasziniert, dass man eine Maschine hat, die aus ganz vielen kleinen Teilen besteht, die am Ende durch einen extrem komplexen Prozess zu einem großen Ganzen zusammenfügt. Hi, ich bin Isabel, ich bin 23 und studiere Gesundheitselektronik an der HTW Berlin. Die ersten zwei Semester hat man relativ viele Grundlagen. Zu jeder Lehrveranstaltung gibt es meistens auch noch ein Labor, wo man noch das, was man in der Theorie gelernt hat, nochmal in der Praxis kennenlernt. Die naturwissenschaftlich-technische Grundlagenausbildung im Fachbereich 1 basiert auf den Fächern Mathematik, Physik, Elektrotechnik und Informatik oder Programmieren. Dann gibt es Fremdsprachen, eine große Auswahl an Fremdsprachen. Und daneben gibt es eben studiengangsspezifische Grundlagenmodule. Wie sehr viele andere auch fand ich natürlich die Mathematik sehr schwierig. Ja, ganz klar, Mathe. Ich habe immer das Gefühl, dass die meisten Studierenden hierher kommen und die hatten halt an der Schule eine Ausbildung, die abstrakt war, die einfach nur ein Pauken von Zahlen ist. Wenn man ganz viele Anwendungsbeispiele hat, dann kann man die Mathematik auch lieben lernen, ja? Ich glaube, wenn man studiert, kommt man immer an einen Punkt, an ein Fach, wo man einfach eine Schwäche hat. Das ist aber völlig normal. Dafür gibt es ja Kommilitonen, die dann halt eine Stärke haben. Als Einziger kommst du hier nicht weit, also lernst du ganz schnell in Teams zusammenzuarbeiten. Es kommt durchaus vor, dass Studierende den Studiengang wechseln im ersten oder zweiten Fachsemester. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand in Elektrotechnik im ersten Semester angefangen hat zu studieren, so kann er oder sie im zweiten Semester in das entsprechende Fachsemester, zum Beispiel regenerative Energien, einsteigen, die Grundlagenfächer mitnehmen und braucht sie nicht zu wiederholen. Also der große Unterschied zwischen der Uni und der Hochschule, würde ich sagen, ist der Fokus auf die Theorie bei der Uni und auf die Praxis bei der Hochschule. Es ist am Ende auch ein Abschluss, gleichwertiger als wenn man an der Universität ist. An der Hochschule sind die Vorlesungen, würde ich sagen, immer kleiner. Also der Professor kennt meistens sogar deinen Namen. Also was ich feststelle ist, dass meine Masterstudierenden meistens schon einen Job haben, bevor sie überhaupt bei mir wirklich fertig sind. Das heißt, die brauchen gar nicht lange suchen und sind sozusagen mit Kusshand genommen. Die HTW ist ein besonderer Ort für mich, weil die Atmosphäre total schön ist, so an der Spree und draußen in den Strandkörben zu sitzen. Ich bin hierher gekommen und ich habe mich direkt einfach wohlgefühlt und gedacht, ja, da brauche ich nicht weiter überlegen, hier gehe ich hin.